Also. Aber Freistoß für Rostock. Breitkreuz. Rösler, was für ein Fehler. Und Kai Oswald dazwischen. 1:0 für Hansa Rostock. Wie im Heimspiel gegen den FCK. Ein Frühstart der Rostocker. Aber was für ein Fehler von ihm, von Sascha Rösler, dem U21-Nationalspieler. Da hat man als Torwart keine Chance mehr. Kai Oswald, sein erstes Bundesliga-Tor. Um den linken Verteidiger gab es ja lange Zeit. Und noch ein Beispiel für die Ulmer Unterlegenheit, vor allem in Sachen Schnelligkeit. Yasser gegen Uwe Grauer. Vorbei und da bleibt nur noch die Grätsche. Zu Recht gelb für den Ulmer Innenverteidiger. Eine faire Geste, aber die gelbe Karte bleibt. Schnell, schneller, zu schnell. Die letzte Minute der ersten Halbzeit. Emara. Und dann kommt Hans von der Haar. Der hatte schon gelb. Und dafür gab es dann die Zugabe. Gelb-rot, Platzverweis für den Holländer. Völlig zu Recht. Und es war endgültig das Ende des Drei-Stürmer-Experimentes von Martin Andermatt. Noch ein Beispiel übrigens, dass die Ulmer einfach den berühmten Schritt zu spät da waren. 0:1 aus Ulmer. Ajanzis. Und jetzt wurde es erst richtig hektisch. Agali und Uwe Grauer. Der hatte schon gelb und dann gab es natürlich gelb-rot. Der zweite Platzverweis der Ulmer. Und es war wieder einmal die Niederlage der Langsamkeit für Uwe Grauer. Auch dieser Platzverweis berechtigt. Jetzt wurde kaum noch Fußball geboten, dafür jede Menge Härte. Achtung, Agali am Boden. Schiedsrichter Fandl hatte nichts gesehen, aber unsere Kameras. Joachim Stadler, an sich ein besonderer Abwehrchef, aber hier lässt er dem Frust freien Lauf. Eine klare Tätigkeit für mich. Wie gesagt, der Schiedsrichter hatte nichts gesehen. Dann reichte es Schiedsrichter Fandl mit der Hektik von draußen. Platzverweis Nummer 3, wenn man so will, für den SSV Ulm. Diesmal aber kein Spieler, sondern es traf den Trainer, Martin Andermatt. Er musste auf die Tribüne. Kein Fußball mehr, nur noch Hektik und Härte. Es ging weiter. Weiß gegen Wiebraun. Und was passiert jetzt? Kurze Unterredung mit dem Schiedsrichterassistent und dann Rot, Platzverweis, Nummer 3 für einen Ulmer Spieler und Weiß kann es nicht fassen. Es war sein erstes Foul, aber was für eins. Hier sieht es noch aus wie ein spektakulärer Fall von Wiebran, aber jetzt wird es deutlich. Auch hier korrekte Entscheidung, er ist damit nur 10 Minuten auf dem Platz gewesen. Jede Menge Hektik um Schiedsrichter Fandl. 8 kleine Ulmer gegen 11 Rostocker. Und der Aufsteiger spielt auf Scharinger. Und dann Foul an Gora. Freistoß für den SSV Ulm. Unglaubliche Hektik jetzt auf dem Platz. Wir sind in der Schlussphase. Freistoß. Der SSV Ulm. Rösler oder Gora. Und Gora schießt. Und er ist drin. 1:1. Unglaublich. Der Ausgleich in der 79. Minute. Und das in totaler Unterzahl. Bitter, bitter für Rostocks Trainer Zichler. Janusz Gora, er ist bekannt für seine Freistöße. Das hat sich wohl in Rostock noch nicht herumgesprochen. Und Martin Bickenhagen. Dann die 90. Minute. Immer noch 1:1. Wiebraun. Der Schwede Wiebraun. Und da ist Viktor Agali. Und da ist passiert. 2:1 für Rostock. Ihr bester Viktor Agali erzielt es. In der 90. Minute.
Aber unglücklicher kann man einen Treffer nicht hinnehmen. Eher zufällig erhält Wibran den Ball und Oliver Unsöld fälscht ihn ab direkt vor die Füße von Viktor Agan. Gora, er verliert den Ball. Agali und Yasa auf dem Weg zum 3:1 Fragezeichen. Yasa und dann Radoki. Und wieder gibt es Diskussionen. Sascha Rösler, er wollte fast den Schiedsrichter auffressen. Und Martin Andermatt wusste, was da kam. Radoki war letzter Mann, er trifft ungeschickt Yasa und dafür kann es nur rot geben. Notbremse heißt das. Platzverweis Nummer 4 für den SSV Ulm. Nummer 4, der Aufsteiger schreibt Bundesliga-Geschichte, allerdings negative Schlagzeilen. Dazu noch Trainer und Manager vom Platz gestellt, also wenn man so will, 6 Platzverweise. Der Freistoß. Und dann war Schluss, 2:1 der Endstand. Ob verdient oder nicht, war hier nicht mehr das Thema, sondern es war der Schiedsrichter. Schiedsrichter Fandl, der Mann brauchte jetzt wahrlich Schutz. Ein Fußballspiel, das in der zweiten Halbzeit keins mehr war. Es ging zu Ende. Jörg Schlockermann und Fabian Greve mit den Siegern, die diesen Titel allerdings heute nicht verdient haben. Zweite Halbzeit haben wir es nicht verstanden, mit einem Mann mehr, mit zwei Mann mehr, mit drei Mann mehr, mit vier Mann mehr, den Ball in der eigenen Reihe zu halten, Fußball zu spielen. Ich bin maßlos enttäuscht. Schlagen, ringen, boxen, die Ulmer ließen den Frust freien Lauf. Einer behielt allerdings klaren Kopf, nämlich Martin Andermatt. Steffen Simon hat ihn am Mikrofon. Martin Andermatt ist bei mir, er hat das Spiel von der Tribüne aus zum Schluss gesehen. 4 Platzverweise gab es noch nie in der Bundesliga-Geschichte für eine Mannschaft. Wie beurteilen Sie das? Ja, es kommt natürlich darauf an, was die in ihren Kursen lernen. Wenn ich den Linienrichter frage, was das gewesen sei und er zu mir sagt, halt die Fresse, da habe ich gesagt, er soll Anstand bewahren. Also ich denke, das ist schon dicke Post. Ja. War das bei Ihrem Platzverweis? Jawohl, ja. Wie beurteilen Sie die 4 Feldverweise für Ihre Spieler? Es ist sicher so, natürlich der letzte, wenn man von der Regel geht, ist sicherlich nachvollziehbar, wenn man alleine aufs Tor geht. Dann ist sicherlich der Platzverweis vor der Halbzeitpause, kommt der Schiedsrichter nachher auch zu mir und sagt, dass er den Kollegen angehalten hätte, keine gelben Karten zu fordern, aber das nützt ja mir nichts. Auf der anderen Seite, denke ich, hat die Mannschaft gerade in einer solchen Phase Charakter gezeigt und all die anderen Platzverweise will ich nicht weiter dokumentieren. Janusz Gora ist gerade an mir vorbeigelaufen, schrie nur, das ist ein Skandal, Ihre Mannschaft ist sehr aufgebracht, es hat gerade noch ein Handgemenge gegeben. Ja, es kommt natürlich noch darauf an, wenn sich Ordner da versuchen, die Spieler in andere Leute zu schieben, das ist natürlich sicher nicht Stil erste Bundesliga. Nichtsdestotrotz haben Sie jetzt nach 4 Spielen einen Punkt. Und gerade nach so einer Partie muss man die Mannschaft ja wieder aufbauen. Wie gehen Sie da jetzt vor? Ja, ich denke, die Mannschaft hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Also an der Leistung muss man sie nicht aufbauen. Aber es ist sicherlich andere Arbeit gefragt, wo man sieht, dass die Mannschaft mit zuerst 9, nachher 8, nachher sogar 7 Spielen hervorragend gekämpft und gespielt hat. Und ich denke, wir hätten vermutlich noch bis zur 98. Minute gespielt heute. Vielen Dank, Martin Andermatt. Soweit Ulms Trainer. Wir wollen natürlich auch die andere Seite hören. Jörg Schlockermann und Fabian Greber haben sich auf die Spuren des Schiedsrichters begeben. Herbert Fandl. Das gibt's doch nicht. Die erste Liga solcher Schiedsrichter. Skandal! Es war ein Spiel mit ungewöhnlicher Härte, das muss ich zugeben. Aber aus meiner Sicht, auch wo ich jetzt mal ein bisschen Zeit hatte, darüber nachzudenken, denke ich, dass die Platzverweise alle in Ordnung waren. Ja, yeah, you must play the football. If you want to play rugby, we play rugby. If you want to play football, we play football. Ja. Yeah.